Nochmal zum Thema Electricity, Stromübertragung oder auch Elektrosmog. Folgendes. Da ist ja im Moment ein Video unterwegs im Internet. Da ist einer, der nimmt einen Dreifachstecker, wickelt den im Kreis, ne? Steckt dann den Dreifachstecker in die eigene Steckdose rein, also in den Dreifachstecker, den Stecker des Dreifachsteckers in die Dose des Dreifachsteckers. Und dann zündet er mit dem Piezo-Feuerzeug, mit dem Anzünder, in die Steckdose rein, schaltet den Anschalter an, steckt eine Lampe rein und die leuchtet auf wundersame Weise. Jetzt wird natürlich gesagt, das geht nicht. Ich sag, bedingt, doch, das geht, aber folgendermaßen. Hier ist jetzt mein Stromkreis, ne? Im Kreis gedreht. Wir wissen nicht, was bei dem Russen unter dem Boden ist. Und die Russen haben noch lange nicht solche Vorschriften, was Bauverordnung und Stromleitungen und hast du nicht gesehen angeht, wie in Deutschland, ja. Das sind nämlich zwei Paar Schuhe. Und wer weiß, was bei dem zu Hause unterm Boden ist. Das sieht aus wie Laminat. Vielleicht sind es auch Fliesen, die wie Laminat aussehen. Weiß man ja nicht, was die Russen für Bodenbelege haben. Zumindest ich nicht. Und wenn da jetzt wirklich eine Starkstromleitung unten drunter vorbeiläuft, auf dem Sandboden, oder sich ein Elektriker einen Spaß erlaubt hat und ihm was unter den Boden gelegt hat, nämlich zum Beispiel so eine Wicklung hier, ja. Wir wissen ja nicht, wie das Video zustande gekommen ist. Und es gibt ja immer diese tollen Witze. Hol mir doch mal den Lufthaken oder die Gewichte für die Wasserwaage oder leg mal die Luftleitung, ja. Diese Witze kennen die Elektriker oder die Leute, die auf dem Bau arbeiten, die kennen sie aus der Ausbildung her. So, und ich stelle jetzt die These auf. Das funktioniert bei dem Russen aber nicht so, wie es dargestellt ist. Es läuft einfach eine Leitung bei dem im Boden unten vorbei. Und wenn dann so eine Leitung da läuft, wo Strom fließt, ne, wo jetzt meinetwegen Dauerstrom fließt, dann passiert nämlich das, wenn der seinen Dreifachstecker auf den Boden legt. Das ist jetzt hier verkleinert dargestellt. Ja, das ist hier meine Wireless-Turmschnecke. Ne? 2.0. Die andere war blau. So, und dann leuchtet das. Wenn der dann unterm Boden Strom fließt. Und dann ist das eben nur die halbe Miete. Und auch bei diesen Bauplänen über freie Energiegeneratoren, das ist immer wieder nur die halbe Miete, wo die Leute da zeigen. Ne? Hier, guckt, jetzt lege ich die Spulen, die verschiedenen übereinander, die ich da gebastelt habe. Die stopfen wir da unten rein und es leuchtet. Und hiermit habe ich schon wieder eine Kaskadierung und habe den gleichen Stromverbrauch wie vorher auch. Mit meiner Batterie mit 1,5 Volt etc. Ne? Ganz klar. So, leuchtet wunderschön. So, und wenn das ist, was der Russe da im Boden hat. Vielleicht hat ihn ja irgendeiner, bei dem er Elektrik lernt, veräppelt und weiß, wo die Leitungen im Haus laufen. Und dann kann man sich schon wieder vorstellen, wie sowas zustande kommt. Dieses Prinzip hier jetzt, ja. Ihr könnt jetzt auch euch vorstellen, dass diese Schaltung hier unten, ne, eine Stromleitung ist, eine Überlandstromleitung. So. Oder eben einfallende Energie aus dem Weltall oder sonst irgendwas. Wir erklären es jetzt mal an der Stromleitung. Wir haben also unsere Mast mit den Stromleitungen, ich tue das jetzt mal vereinfacht zeichnen, so wie die früher ausgesehen haben. Ne? Da liefen dann hier so die Dinger, die standen dann irgendwo in der Landschaft rum. Kennt ihr diese Stromleitungen, die da irgendwo in der Landschaft rumstehen? Ich male die jetzt vereinfacht. So. Na, dann die durchhängenden Stromkabel, die dann weitergeführt werden zum nächsten Mast und so weiter. Ne? So. Na, haben wir unsere Stromleitung hier, quer durch die Landschaft, wie auch immer. So, jetzt stellen wir hier in die Landschaft. Die Stromleitungen laufen ja da entlang. Jetzt stellen wir hier in die Landschaft einen entsprechenden Schirm. Na, wie zum Beispiel das Ding hier. Wenn ich das jetzt auseinanderziehe, habe ich ja eigentlich einen Schirm. Wenn das jetzt komplett aus Kupfer ist, Kupfer hat eine sehr hohe Leitfähigkeit, stelle ich da irgendwo so einen Schirm in die Landschaft.
Sieht dann aus wie eine Satellitenschüssel. Ja, und dann, was passiert dann, wenn das Ding geerdet ist? Ja, das ist jetzt meine Erdung hier. So, dass man das sieht, dass Erdung sein soll. So. Dann fängt dieser Schirm den Strom von der Starkstromleitung auf, den Elektrosmog. Diese Leitungen, wenn sie über Land laufen, produzieren unheimlich viel Elektrosmog. Ja? Und dann haben wir hier einen wunderbaren Stromempfänger, ja? Da kann ich dann mein Lied wieder dranhängen, ne? So, jetzt kann man sich überlegen. Ähnliches läuft ja auch mit Radiosignalen, mit Fernsehsignalen, Satellitenschüsseln, Internetsignalen, Satellitenschüsseln und dann Radio haben wir jetzt dann zum Beispiel so eine Spule, wo die Signale mit aufgefangen werden. Satellitenschüssel kennt jeder, sieht aus wie das, was ich jetzt gerade gezeichnet habe, ne? Ist man in der Lage, im Prinzip hier Strom abzufangen. Jetzt gibt es da so ein Gerücht, das haben schon welche probiert und der Stromversorger wäre dann da gestanden und hätte mitgekriegt, dass plötzlich über die Starkstromleitungen mehr Strom läuft. Das wäre in dem Fall, wenn man es auf die Starkstromleitungen ausrichtet, ein illegales Stromzapfen. Ne? Nur mal so am Rand gemerkt. Aber so viel zu dem Thema. Wo kriegt man Strom her? Es ist jetzt die Frage, inwieweit man diese Schüssel so bauen kann, dass man tatsächlich the radiant energy, also die, wie Tesla das nennt, ne, dass man die radiant energy auffängt. Dazu muss man erstmal definieren, was ist denn überhaupt radiant? Das Wort, wie wurde das damals 1898 und früher verwendet? Was war das? Von welcher Strahlung ist hier die Rede?